So, und weiter geht's. Wir befinden uns zurzeit noch im Krieg mit einigen Nationen, genauer gesagt mit den Sekuanern, soweit ich weiß. Nee, Quatsch, ich bin so vergesslich. Mit denen haben wir ja gerade erst Frieden geschlossen gehabt. Das heißt, wir haben zurzeit tatsächlich, außer diesen Sklaven, die man ja immer irgendwie so piratenmäßig als Gegner hat, keine Gegner. Da hatte ich irgendwie gerade ein bisschen vergesslich, Entschuldigung. Und können uns deswegen erstmal kurz darauf konzentrieren, sozusagen die Truppen aufzubauen. Aber so falsch war meine Ansage von gerade eben auch nicht, denn es werden wieder jetzt mehr Kriege kommen. Die Truppen, die hier stehen, die sind in 3 Runden maximal wieder aufgefrischt. Und wie ihr seht, werden die Siedlungen hier fleißig aufgerüstet. Und das Ganze soll natürlich auch dann dem Ziel dienen, sozusagen. Sagen wir mal, unsere Wirtschaft zu stärken, unser Militär zu stärken, damit wir dann neue Truppen ausbilden können. Unsere Provinzen entwickeln sich hervorragend, auch hier wieder in Magna Graecia zum Beispiel. Hier in Marcomades könnten wir ausbauen. Nächste Runde haben wir den 5. Punkt in Karthago. Da kommt natürlich dann auch ein entsprechendes Amphitheatrum hin. Ansonsten ist alles hier sehr, sehr gut. Sardinia Corsica ist bereits komplett ausgebaut. Unsere kleine Provinz hier hinten, nämlich Cartagensis und der Hauptstadt Cartadasht. Da sind wir sozusagen diejenigen, die die Hauptstadt haben, und die Sesetaner haben die 3 anderen Städte, nämlich Arse, Ebesus und Numantia. Und ja, aber wir haben, wie gesagt, die wichtigste Stadt, und das ist doch schon mal nicht schlecht. Gut. Ich würde sagen, da sich erstmal nicht mehr viel abspielen kann hier, gehen wir erstmal weiter und gucken dann, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, Ziel ist als nächstes, die 4. der 6 Pflichtprovinzen zu erobern. Und das ist vor allem, oder es ist ganz eindeutig, welche das sein wird. Nämlich Aquitanien. Eigentlich eine der größten Provinzen, also eine der Hauptprovinzen, weil da eine wichtige Nation, nämlich die Averna, ihre Hauptstadt haben. Allerdings, wenn ich es auf der Karte richtig sehe, besteht die nur aus 3 Teilregionen. Das kann man sich vielleicht auch gleich nochmal angucken. Ich habe ja 2 Spione hier, die schicke ich jetzt auch in die Richtung. Und wenn man schon dabei ist, kann man eigentlich auch die Sequaner noch vielleicht besiegen, aber das müssen wir uns noch genauer angucken. Eine Armee bleibt sowieso mindestens hier in Raetia et Noricum, und 2 andere schicke ich dann weg, wie gesagt, Richtung Averna und Piction. Das sind die beiden Völker, die Aquitanien beherrschen und die wir dementsprechend vernichten müssen, um diese Provinz zu haben. Und langfristig ist das Ziel erstmal jetzt Gallien zu sichern, wenn man so will. Und ihr wisst ja auch, es gab einen neuen Patch mit einem neuen DLC. Für 15 Euro, glaube ich, kann man sich Caesia in Gallien kaufen. Habe ich noch nicht gemacht und werde ich wohl auch erstmal nicht tun, weil ich warten möchte, bis das günstiger wird. Dann kann man diese Gallien-Kampagne sozusagen ganz ausführlich spielen. Und mit Caesar als wichtiger Persönlichkeit, der seinen Aufstieg ja auch den Kriegen in Gallien weitestgehend zu verdanken hatte, das einmal nachspielen und nachempfinden. Aber wir machen das Ganze hier im Kleinen sozusagen auch in unserer großen Kampagne im Hauptspiel. Armenien hat sein Handelsabkommen aufgelöst. Ich schätze mal, die haben ihr Zugang zur Küste verloren. Das sieht zumindest ganz danach aus. Aber Kaukasien halten sie doch. Vielleicht hat es sich gerade eben so abgespielt, dass wir da nichts... Na gut, egal. Kümmern wir uns gleich drum. Gnaeus Pompilius Cilio ist ein Veteran geworden. Und eine Adoption. Eine Familie wünscht, einen eurer Charaktere zu adoptieren. Das machen wir nicht. Das verhindern wir. Und hier ist der Streiter, wie gesagt, besser geworden. Ach, noch ein anderer Veteran ist besser geworden. Entschuldigung. Huch, was ist jetzt los? Eins nach dem anderen, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Also, dunkle Taten. Menschenmengen versammelten sich, um die gerechte Bestrafung des Mörders mit anzusehen. Als er vom Tarpeischen Fels gestoßen wurde, gab es ohrenbetäubenden Beifall. Ihr erinnert euch, das war letzter Part, als wir einen unserer Verwandten umbringen mussten. Es bringt aber uns 25 Senatoren Unterstützung. Und wir haben jetzt 38% Einfluss. Es ist ausgezeichnet. 188 von 500 Senatoren stehen auf unserer Seite. Und theoretisch könnte man die Ehefrau hier auch mal meucheln. Das mache ich jetzt auch mal. Lediglich verletzt. Ach du Schreck. Gut. Aber wir haben nur einen Senator verloren. Irgendwann werden wir die nochmal finden. Wir können es mal probieren. Ungeeignete Ehefrau. Nochmal lediglich verletzt. Sowas Blödes. Na gut, wieder einen Senator verloren. Aber ich will das jetzt auch nicht unendlich lang durchführen, bis die Ehefrau weg ist, weil die ungeeigneten Ehefrauen sind natürlich nicht so gut. Es wäre besser, gute Ehefrauen zu haben, damit die halt
Ehemännern auch irgendwelche Boni bringen bei Gravitas oder so. Okay, Spurius Septimus Moos, sozusagen unser Chef. Ne, er ist unser Chef. Ja, kommt drauf an. Also, ihn könnten wir auf jeden Fall sicher befördern. Würde 4000 Goldstücke und 6 Senatoren kosten. Zum Ädil. Und er würde dadurch an Gravitas natürlich gewinnen, aber wir würden erstmal ein paar Senatoren verlieren. Aber das können wir uns durchaus erlauben. Erstmal ist die Innenpolitik eh nicht so wichtig und zweitens, gewinnen wir auch gleich wieder was hinzu. Und siehe da, wir haben sogar 193 jetzt. Wir haben was hinzugewonnen, weil er jetzt 63 Gravitas hat. Als Ädil ist er ganz, ganz oben im Start. Und wie gesagt, es ist immer wichtig, so ein Auge zumindest auf den Senat zu halten. Auch wenn letztendlich nicht, es nicht so wichtig ist, bevor es zu irgendwelchen Bürgerkriegen kommt. Machtdemonstration. Was macht er eigentlich gerade? Militärischer Eifer. Da gibt es keine Verbesserung für, oder? Das haben wir ja schon ein paar Mal. Wir können höchstens Autorität verbessern. Stufe 8 ist der gute Mann, aber ist auch schon ziemlich alt für einen Soldaten, nämlich 69. Und wird sich wohl auch bald verabschieden. So, hier haben wir ebenfalls einen besser gewordenen Streiter. Der braucht mehr List, das sehe ich so schon. So, dann ist er wenigstens auf dieser Dreierstufe. So, unsere beiden Agenten werden jetzt planmäßig hierhin verschickt. Bibracte ist die Hauptstadt von Keltika. Ach, ist das der neue Name von... Sekunde. Aquitanien. Ach, das ist Keltika hier oben. Aquitanien ist hier. Alles klar, dann kommt die zweite jetzt hinterher. Und zwar eher in diesen südlichen Bereich hier. Und der Kunde ist mal hier den Norden. So eine gute Einteilung. Tatsächlich, Aquitanien besteht tatsächlich nur aus drei Regionen. Nemossos und die Hauptstadt Budigala werden von den Avernern beherrscht. Und Lemonum, wie gesagt, von den Piktonen. Und dann wollen wir mal gucken, was sich da so abspielt. Bibracte wird sicherlich Durchmarschgebiet sein für uns. Und hier ist nur eine kleine Armee. Aber mal sehen, wie lange das sich hält. Ich glaube nicht, dass wir damit lange, noch rechnen können, dass hier irgendwelche Feinde uns, wenig in den Weg stellen werden. So sage ich das einfach mal. So, da musste ich einmal kurz einen kleinen Schnitt machen. Entschuldigung dafür. Eigentlich müsste als nächstes jetzt kommen noch ein paar Nachrichten, genau. Die sind jetzt nur noch unzufrieden. Das ist schon mal besser als total unzufrieden. Er ist wahrer Römer, das ist auch immer ordentlich. Und dann haben wir den Baubericht. Das ist sehr schön. Vor allem Viehställe sehe ich gerade. Wir haben eine... Drei Viehweiden haben wir in Lilibion, Octodurum und Coria. Ich fange mal hier in Coria an. Das ist natürlich schön und auch in Octodurum ist natürlich direkt um die Ecke. Es ist nämlich beides dieselbe Provinz, Rhaetia und Noricum. Hier möchte ich beide auch direkt aufrüsten. Das ist schließlich unser Steckenpferd als Römer. Lilibion ebenfalls, logisch, das ist unsere Hauptprovinz, eine der beiden. Oder Magna Graecia, ja genau. Und dazu noch hier Italia natürlich. Und die Cisalpina, da wird auch sicherlich noch... Nee, das wird gar nicht mehr so viel kommen. Also Magna Graecia und Rom sind unsere Provinzen, wo viel Viehhandel ist. Und das wird auch aufgerüstet. Kostet ein bisschen öffentliche Ordnung, aber das gehe ich gerne ein. Und wir haben zwei Bevölkerungsüberschüsse. Das ist sehr schön. Zwei auf einmal. Einen in Afrika, der ist sehr wichtig, weil wir jetzt Karthago endlich wieder aufrüsten können. Das tue ich auch. Es wird eine riesige Stadt jetzt. Oder eigentlich mit unserer Größte zusammen mit Rom. Ja, so groß auch wieder nicht. Okay. Und hier kommt natürlich ein öffentliches Forum hin, denn das soll ja, wie gesagt, werden zu einem Amphitheater. Und auch in Italia, der zweiten großen Provinz. Hier möchte ich mich mit Ariminum erstmal zurückhalten und vielleicht warten, bis Rom aufrüstbar ist, damit wir dort, dann das Amphitheater bauen können. Ein Markt. Naja, gut. Du bleibst hier, die 8. Legion Cisalpina. Und ihr hier seid schon ordentlich aufgefrischt worden und frischt euch auch noch weiter auf. Ich stelle euch eben an die Grenze. Da seid ihr auch sehr gut aufgehoben. Und hier ist alles so wie gehabt. Ariminum könnte man aufrüsten, tue ich aber nicht. Aus Gründen.
So. Ich erwarte eure Befehle. Noch irgendwas? Nee, das war's. Gut. Der ist hier noch im Gewaltmarschmodus. Das ist ja völliger Quark. So. Du bist im normalen Modus, ne? Unter dir rauchst. Das heißt, es wird gebaut. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und, ja. Die Averna sind bald dran. Die Sequaner dürften nur noch eine... Provinz... Ach, eine Region haben. Mensch, das ist wirklich... Wenn man lange Napoleon und Empire gespielt hat, dann ist dieses Provinzen... dieser Begriff Provinz so drin im Kopf, dass man da auch nicht mehr von loskommt. Also werde ich es auch noch öfter verwechseln, fürchte ich. Die Sequaner sind nach wie vor keine Freunde von uns. Allerdings... Abkommen, wir haben kein Abkommen mit denen. Ja, okay, ein Friedensabkommen, alles klar. Wir könnten natürlich auch mit denen handeln, zumindest versuchen, aber das ist nicht möglich. Eure Wertlosigkeiten wecken unser Interesse. Vielleicht. Und die Massageten. Seid gegrüßt und nun sprecht offen. Hier könnte man noch theoretisch was machen. Und wissen, aber das wäre auch zu viel Geld gewesen. Trotz allem. Ich will ja meine Feinde oder die anderen Nationen nicht unnötig stärken. Armenien, dass die nicht mehr handeln können mit uns, finde ich sehr verwirrend, weil eigentlich muss doch hier ein Hafen sein in Phasis. Aber wir können nicht. Und damit ist die Sache auch gegessen. So, und wann ist es eigentlich so, dass wir in einer Imperiumstufe, das dauert noch, sehe ich. Das dauert. Beeindruckend. Ja, ja. Das glaubst auch nur du. Unsere Forschungsrate beträgt jetzt 170% und wir erforschen zurzeit die Kranmechanik. Die ist gut fürs Wachstum und für unseren Zirkus. Und ist in 9 Runden laut Prognosen fertig. Und ich mache jetzt auch mal weiter. Das Geld häuft sich halt an. Aber ich meine Gott, es ist besser, wenn sich das Geld anhäuft, als wenn das genaue Gegenteil der Fall ist, nämlich leere Kassen. Das wäre gar nicht schön. Und, nun gut. Baktrien, wo ich das gerade sehe, es gab noch einen Patch oder noch einen DLC, aber einen kostenlosen, und man kann Baktrien jetzt auch spielen, unter den Nachfolgekönigreichen, auch sehr interessant. Also das kommt so peu à peu, wie gesagt, Bananensoftware, sie reift beim Kunden. Ich glaube, es gibt inzwischen fast so viele freigeschaltete Nationen wie ursprünglich vorhandene. Ich werde nein, die Garamanten versuchen es immer wieder, aber ich will das einfach nicht mit denen. Die haben zu viele Gegner, mit denen wir uns noch verbünden wollen, Ägypten zum Beispiel. So. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Könnt ihr uns bei diesem kleinen Problem behilflich sein? Ja, entschuldige mal bitte. Du hast das ist ja wirklich Quatsch. Andererseits, wir haben ganz gute Beziehungen zu den Toretaten. Nee, wir haben so Mittelbeziehungen zu denen. Ja gut, mach's mal. Und die Volze. Unsere Freunde, die auch ein Durchmarschrecht haben, deswegen dürfen die ihre Truppen dahin stellen. Ist kein Problem. Eindringlich, Nassamon und kaum Nachrichten. Doch, 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 doch. Zu früh gefreut. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ein Patrizier hat sich fortentwickelt und der andere auch gleich mit. Das erhöhen wir mal hier, damit du mehr Geld bringst. Und bei dir machen wir das, was ganz ähnliches. Auch zivile Verwaltung. Baubericht. Tempel des Jupiter in Octodurum. Stufe 3 bereits. Und auch ein römisches Dorf in Octodurum. Also dieselbe Stadt. Jupiter bringt übrigens einmal Legionäre. Das ist eine sehr schöne Angelegenheit. Und Stufe 3 würde Nahrung und öffentliche Ordnung kosten. Naja, wir haben jetzt gerade schon etwas Nahrung verloren. Aber der kulturelle Einfluss, der lateinische, dürfte sich nochmal sehr, sehr gut hier durchschlagen. Helene Schulkultur ist durch Charaktere. Ich glaube es echt nicht. Gut.
Also hier wird es noch lateinischer, das ist schon mal gut. Während hier das Lateinische ganz langsam abnimmt. Aber es ist wirklich nur wenig. Also das war, es wird auch weniger und es pendelt sich dann irgendwo ein. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt die lateinische Kultur dauerhaft absinkt, bis es irgendwann null ist. Aber es ist so, dass es halt ein bisschen weniger wird. Hier etwas schneller noch. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier gleich mehrere Kulturen sind. Hellenisch, wüstennomadisch, durch diesen einen scheiß Charakter vor den anderen. Und das, wüstennomadisch. Naja, das werde ich mir merken. Fast alle Städte ausgebaut. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch dieses öffentliche Forum noch bekommen. Ganz, ganz, ganz wichtig.